In Braunschweig bekommen Frank Hennig und Uwe Wenzel einen Anruf. Die Kollegen haben einen Gefahrguttransport im Visier und brauchen Unterstützung. Wir drehen Beine und machen da vorne alles frei und erwarten euch dort. Bis gleich, tschüss. Also die Kollegen haben jetzt einen LKW aufgetan, ein Gefahrgut-LKW der Klasse 7. Das ist Transport von radioaktiven Stoffen. Den wollen wir jetzt gemeinsam mal kontrollieren. Und da haben wir jetzt einen vernünftigen Platz gefunden, und zwar einen Parkplatz direkt an der Autobahn, wo wir andere auch nicht beeinträchtigen und wo wir ganz in aller Ruhe diesen Klasse 7 Transport kontrollieren können. Ein solcher Transport ist auch für die erfahrenen Beamten etwas Besonderes. Radioaktive Stoffe strahlen, das ist eigentlich immer eine Gefahr. Wir wollten mal schauen, ob das auch alles in Ordnung ist, dass er nicht zu viel strahlt. Halten die Fahrer sich an die Regeln, an die sie sich halten müssen? Passen die Fahrpersonalverordnungen und? Und ob die Ladungssicherung gut ist, etc. Für die Kontrolle sichern Uwe Wenzel und Frank Hennig den Kontrollpunkt weiträumig ab. Doch als der Transport einfährt, stellt sich dem Beamten eine ganz andere Aufgabe. Ein LKW-Fahrer meint, auf diesem Parkplatz kriminelle Handlungen entdeckt zu haben. Der LKW-Fahrer hatte sich bei der Einsatzzentrale gemeldet über Notruf 110, dass sich auf dem Parkplatz Personen befinden, die verdächtige Handlungen vornehmen. Und da auf diesem Parkplatz dann immer mal wieder irgendwas passiert, ob Ladungsdiebstähle oder PKWs werden aufgebrochen, hat der LKW-Fahrer sich Gedanken gemacht und hat die Polizei informiert. Ne? Und es war ja schon ungewöhnlich, dass da 6 Leute rumgelaufen sind, gerade mit Lieferwagen, weil auch oft Sachen entwendet werden und dann durch Lieferwagen abtransportiert werden. Es geht um 3 Fahrzeuge, die am Rand des Parkplatzes stehen. Die Insassen kommen aus Mazedonien. Außerdem ist auch ein Pannenhelfer vor Ort. Als wir dann gefragt haben, was ist hier los, wurde uns gleich mitgeteilt, der Motor läuft nicht mehr und sie haben auch schon den ADAC verständigt. Da wir das aber auch alles erstmal nicht unbedingt glauben wollten, haben wir erstmal die Personalien überprüft und auch die Fahrzeugscheine und Führerscheine der Personen, die da alle mit involviert waren, und haben dann festgestellt, dass der PKW dort vor Ort war, dass dort die Zulassungsplaketten abgekratzt waren. Da siehst du Plakette weg. Guck, da, Plakette da, ist da, angemeldet, zugelassen, Versicherung. Guckst du da, kein Stempel, nicht zugelassen, nicht angemeldet. Das Fahren mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug kann mit bis zu 1 Jahr Freiheitsentzug geahndet werden. Auf jeden Fall droht dem Fahrer ein Strafbefehl mit einer möglichen Geldstrafe, die sich an seinem Einkommen bemisst. Ja, so, pass auf, wenn du diesen Schein hast, dann wirst du mit diesem Schein musst du zur Zulassungsstelle und musst das Auto offiziell anmelden. Ich habe angemeldet. Ja, wenn du angemeldet hast, setzt du da hinten einen Stempel drauf und du hättest einen Fahrzeugschein. Aber hier ist gar kein Stempel auf dem Kennzeichen. Weißt du, ich habe dir das heute gezeigt. Guck mal, so ein Stempel. So ein Stempel da, ne? Ja. Hier. Ich verstehe das. Den bekommst du, wenn das Fahrzeug angemeldet ist. Und bei dir ist kein Stempel drauf. Eine Zulassungsstelle, die würde normalerweise hier jetzt eine Plakette draufkleben. Und dann müsstest du Steuern für das Auto bezahlen. Ja, weißt du, warum die nicht mehr dran ist? Weil der Letzte, der das Auto hatte, der musste das abmelden. Und wenn man das abmeldet und keine Steuern mehr bezahlt und keine Versicherung, dann wird das abgekratzt. Und es kommt erst wieder ein neuer Stempel drauf, wenn man das Fahrzeug wieder neu zulässt. Das Auto ist meine Kennzeichen. Ja. Aber eben ohne Zulassungsplakette. Mittlerweile ist eine Ersatzstreife angekommen. Sie soll den Fall übernehmen. Aber du verstehst das, was ich dir sagen wollte, ne? Ja, ich verstehe. Ja. Hier waren die verdächtigen Personen, die irgendwelche Handlungen vornehmen sollten. Ne? Sind wir hier hingekommen, da vorne, das Auto da vorne ist liegen geblieben und die beiden sind zur Hilfe geeilt. Da war jetzt kein Stempel drauf. Er hat das Auto aber gekauft. Guck mal, das ist jetzt, was waren deine Sachen? Die beiden hier, ne? Das bist du, ne? Ja, ich bin da. Ja, Führerschein hat er ja, zumindest habe ich erstmal einen gekriegt. Und er gibt mir diese Versicherungsbestätigung dazu, aber eine Zulassung hat er nicht. Und damit hat sich der Fahrer strafbar gemacht und muss jetzt mit ernsten Konsequenzen rechnen. Die Kollegen überprüfen das nochmal allen drum und dran. Und die werden dann auch nochmal sagen, was du machen musst, damit du auch mit dem Auto öffentlich fahren darfst. Du darfst so nochmal überhaupt nicht fahren. Denn du wirst sehen, jeder hat so einen Stempel dran. Ich verstehe das. Ich, ja? Ich weiß nicht, was ich hab gemacht habe. Ja, das wurde gemacht. Dieses Fahrzeug wurde abgemeldet. Geduldig erklärt Frank Hennig alles nochmal. Der Fahrer kapiert, er steckt in der Klemme. Er hat natürlich eine Straftat begangen, einmal einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und einen Verstoß gegen die Abgabeordnung, da er ja keine Steuern bezahlt, das Fahrzeug nicht zugelassen ist. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet. Man muss sehen, was bei rauskommt. Fakt ist, dass er natürlich mit dem Auto nicht weiterfahren darf. Das bleibt da stehen, das wird verschlossen. Beziehungsweise er muss dafür sorgen, dass das vernünftig abtransportiert wird. Die Kollegen übernehmen. Uwe Wenzel erhält inzwischen die Erlaubnis, sich dem Gefahrguttransport zu nähern. Dann kommen wir jetzt mal runter zu euch. Hier haben die Beamten bereits erste Messungen an dem polnischen Spezialanhänger durchgeführt. Hier haben wir
ein Alpha- und Beta-Strahler, ja, der natürlich aber mit Metall gut abgeschirmt werden kann. Ja. Erzeugt dadurch natürlich eine entsprechende Bremsstrahlung, die dann auch wieder strahlt. Ja. Sehr diffus strahlt. Ja. Von daher ist es auch nicht unüblich, dass innerhalb dieser Transporteinheit Richtung Fahrerhaus Plexiglasscheiben ist. Die das dann auch entsprechend auffangen. Was hat er jetzt für ein Material überhaupt drauf? Hier ist jetzt Medizin drin. Uran. Ein Kilo. Ein Kilo. Die Strahlung wird in der Einheit Sievert gemessen. Jeder Ton steht für einen Zerfall. Das Messgerät schlägt schon mal erheblich höher aus als bei der natürlichen Strahlung. Hier kommen wir jetzt auf 1,9 Impulse pro Sekunde, also fast zwei Zerfälle pro Sekunde, die durch dieses kleine Fenster wahrgenommen werden. Der Grenzwert für die Ortsdosis liegt bei 25 Millisievert pro Stunde. Ja. Die erreichen wir hier aber überhaupt nicht. Trotzdem ist die Dosis mit 0,06 Mikrosievert fast doppelt so hoch wie bei der natürlichen Strahlung. Auch da ist nichts. Also können wir davon ausgehen, dass dieses Material, was hier transportiert wird, ordnungsgemäß verladen worden ist. Und dass die Abschirmung so groß ist, dass keine Gefahr für Umstehende, für die Umwelt oder für sonst irgendjemanden besteht. So würde ich das sehen. Heute war es auch mal sehr angenehm zu erleben, wenn man solch einen LKW kontrolliert, der halt radioaktive Stoffe transportiert, wo alles akkurat war, wo alles spitze war, wo alles gestimmt hat. Selbst die Fahrer haben ihr Dosis-Messgerät vor der Brust gehabt. Das zeichnet 28 Tage die Strahlung auf, die die Fahrer, der, sage ich mal, dem radioaktiven Stoff ausgesetzt sind. Und das wird nach 4 Wochen ausgewertet. Der Fahrer hatte sogar noch ein Dosis-Messgerät dabei. Wenn die Strahlenbelastung höher wird als erlaubt, schlägt das Alarm. Und dann müssen die Schritte einleiten, dass die rauskommen aus dem Gefahrenbereich. Und die hatten alles sehr, sehr gut eingehalten. Ein Lichtblick in dieser Nachtschicht. Kontrollen wie diese sind wichtig für die Sicherheit der Fahrer und aller anderen Verkehrsteilnehmer.